Hallo Leute und willkommen zurück zu Galactic Civilizations 4. Wir spielen die Alpha-Version 0.5 und die Version ist zum Testen vorgesehen. Okay, also in der Folge werden wir wahrscheinlich zwei Dinge sehen. Einmal hier oben, Kampf gegen Piraten, der Streitmacht. Da ist einmal ein Aufklärungsschiff drin, mit dem wir das Spiel gestartet haben. Und dann noch drei... ja, Kommandoschiffe, die wir uns hier über das neue Feature besorgt haben. Aber mal als kleine Wiederholung. Also wir haben Anführer rekrutiert und dann haben wir die einfach hier drauf gezogen. Und da haben wir dann die drei Schiffe bekommen. Die kann man übrigens nicht mehr rausziehen. Also das ist eine Entscheidung, die muss man sich gut überlegen. Aber man kann auch die Kommandanten nicht auswechseln. Und in den Patchnotes steht auch, wenn man die Schiffe einmal verliert, dann sind die für immer zerstört. Ja, also damit muss man gut umgehen. Und man kann halt dann noch mittlere Kommandoschiffe freischalten. Auch dafür war eine spezielle Forschung. Und auch große. Okay. Also das wird ein Part sein und der andere Part wird sein hier... ja, die Erde. Also hier sind die Menschen. Die sehen wir. Also wir wissen, dass die Erde dort ist. Weil wir in der letzten Folge Augen des Universums gebaut haben. Hier. Ja. Und darüber können wir auch in der ganzen Galaxie halt die anderen Startpunkte sehen. Natürlich ganz hilfreich. Und eine Sache noch. Wir hatten in der letzten Folge eine Forschung ausgeführt und dadurch eine neue Politik bekommen. Polizeistaat. Da kriegen wir eine Autorität plus 3, Kriminalität minus 10%, eine Kontrolle pro Zug und Zustimmung minus 3%. Und wir kriegen aktuell... ah, der Tooltip wird jetzt gerade nicht angezeigt. Dann aktuell kriegen wir nur eine Kontrolle pro Zug. Uns mal überlegen, ob wir hier 10% Forschung oder 10% Produktion rausnehmen. Und das dann durch A plus 1 Kontrolle pro Zug ersetzen. Das machen wir. Na? Ah, ich war jetzt so an Drag and Drop schon gewöhnt. Von den Anführern. Aber. Okay. Es funktioniert ja. So, dann kriegen wir jetzt pro Zug eine Kontrolle mehr. Und jetzt sehen wir es auch. Sechs Kontrolle pro Zug. Und bei der Ideologie sind wir halt jetzt extrem autoritär. Das heißt, wenn wir möchten, dann können wir ja voll durchstarten. Und dafür natürlich die Kulturpunkte. Aber was Kulturpunkte angeht, da denke ich, ja, wird es noch an Alpha liegen, dass wir da so wenige bekommen. Aber mal schauen. So. Dann, hier geht's weiter Richtung Menschen. Und da oben geht's weiter Richtung Piraten. Das Kulturrelikt. Zwar nicht so vorsichtig. Er sieht so ein bisschen aus wie eine Sternbasis. Aber... da oben ist die Schiffswerft der Piraten. Da ist ein Piratenschiff. So. Ja, und da ist halt der Planet, der Klasse 14 Planet. Den möchte man natürlich kolonisieren.
Aber schon vorsichtig sein, nicht dass uns da jetzt irgendwelche Piraten das Kolonieschiff zerballern. So. Ja, damit können wir auch noch ein bisschen Aufklärung betreiben. Da gibt's gar nichts. Also keine Planeten. Es gibt ja irgendwo eine Ressource. Und 6 Asteroiden. Na komm, damit kann man noch ein bisschen rumfliegen, um herauszufinden, welche Ressource es dort gibt. Und... Ah ja, die Precursor-Welt. Da kriegen wir mehr Produktion, aber dafür weniger Wachstum. So, ja, wir haben jetzt hier einen Bewohnerdistrikt gebaut und dann sind wir ja schon mal bei 1 von 3. Das heißt, die Bewohner vermehren sich. Aber natürlich durch die Eigenschaft minus 50% dauert das entsprechend lange. So. Gut. Ja, Produktion. Also noch keine Kolonieschiff und keinen Konstruktor. Dafür bräuchten wir einen Bewohner. Aber können wir ruhig mal eine Schatzjäger bauen. Da steht 10 und da steht 9. Okay. Und... Hier haben wir noch ein Forschungsschiff. Ja, fliegen wir mal zu der Kapsel. So. Ein Tarnungs-Upgrade. Das ist dann übrigens so, dass das Schiff bekommt dann einen Bonus auf Ausweichen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dort eine ganze Flotte oder ein Schiff vor den Gegnern verbergen können, sondern im Kampf wird das Ausweichen erhöht. Dann kriegen wir hier Illyrium, Promethean und Tullium. Oder 500 Credits. Wir haben bereits ein Illyrium, ein paar Promethean haben wir noch nicht. Von der Quelle sind natürlich auch nicht schlecht. Aber wir bekommen jetzt demnächst Credits durch die Schatzsuche. Dann nehmen wir das ja mal. Dann haben wir jetzt nämlich auch einen Promethean. Und ein Kolonieschiff. Dann nehmen wir hier Zephtu, der hat nur eine Erwartungshaltung von 10. Und ja, was kolonisieren wir dann? Die meisten Planeten, also die meisten größeren Planeten, die haben halt Extremkolonisierung als Voraussetzung. Da finden wir Klasse 14 Planeten, da haben wir ja schon ein Kolonieschiff. Und ja, wie gesagt, die meisten, die größten können wir noch nicht kolonisieren. Und wenn da jetzt nicht so ein innerer Kreis ist, also sowas hier, dann wissen wir vorher schon, das ist ein kleiner Planet. Ja, und der Klasse 14 Planet, der hat auch keinen... Nicht nur einen inneren Kreis, sondern sogar einen inneren Punkt. Okay.
Ja gut, dann können wir auch hier sagen, wir holen uns die Produktion und das Einkommen. Ja. So. Eins auf Compassion, aber 10% minus. Minus 10% Bruttoeinkommen. Plus 1 auf Equality, aber minus 5% Zustimmung. Oder 1 auf Grausam. Aber dafür 10% weniger Wachstum. Ja, sind wir grausam als Festhauen? Ich denke schon. Dann machen wir das. Also, das sind wir sogar ausgeglichen. Da sind wir schon mal in Richtung Compassion gegangen. Okay. Harmonisch passt es auf jeden Fall zu den Festron. Weil alles, was irgendwo in Richtung Divers geht, das konsumieren wir. Und machen daraus wieder Festron. So. Und da kommen wir der Erde näher. So, hier jetzt gegen die Piraten. Sind jetzt alle in ihre Schüsse aufgeflogen. Das ist gar nicht mal so dumm. Da oben ist ein Sniper. Also die Schiffser werden wir nicht angreifen. Ja, gegen die Sniper haben wir natürlich keine Probleme. So, wir können hier reingehen und mal eine Rakete einsetzen. Wir haben dieses Schiff, das über 8 Raketenangriff verfügt. Dann haben wir mal da drauf. Und Hälfte Hitpoints verloren, okay. Und Ransom gibt's ja. Ja, mit dem Kolonieschef haben wir jetzt hier ganz gut Aufklärung betrieben. Haben wir denen jetzt, dadurch, dass wir die mit Raketen beschossen haben, einen Bewegungspunkt abgezogen? Oder ist das eine Spezialeigenschaft eines unserer Schiffe? So, das möchte ich jetzt schon ganz gerne wissen. Da steht nichts davon. Da auch nicht. Ja gut. Weiß ich jetzt nicht. Ich war's da durch die Rakete. Aber ist schon auffällig. 4 von 5. Das hat 5 von 5. Oh.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nächste Runde. Warten ja eine Runde und dann nächste Runde können wir das in einem Zug überbrücken, die Distanz. So. Haben wir hier noch was zum Aufsammeln da unten? Oh. Das sind jetzt erstmal die Terraner und die können, die verstehen wir nicht, weil wir brauchen den Universalübersetzer. Wir antworten mit Molen, Odus, Karan, Bull, Odden. Und. Ah, wenn wir 600 Credits hätten. Und dann müssten wir nur 10 Runden warten, dann würden wir die Universalübersetzer bekommen. Aber wir starten eine Mission. A way to communicate. Und. Kann man da jetzt trotzdem schon was machen? Nein. Doch. Ja gut, Alpha-Version, Leute. Go away, you don't make sense. Also, da haben wir die auf jeden Fall entdeckt und wir fliegen ja jetzt nicht in die Kontrollzone, das wird die gar nicht glücklich machen. Können... Oh, ruhig mal hier ein bisschen noch rumfliegen. Oh, mach ich den rein. Weil. Ja gut, dann fliegen wir mit ihm dahin. Ihm dahin. So. Und er hat jetzt 5 von 5 Bewegungspunkten. Vier von fünf. Ah ja, okay. Also damit kann man die verlangsamen. 1, 2, 3, 4. Jawohl. So, noch einmal auf grausam. Und ein Kolonist wird infiziert. Plus 1 auf Equality oder plus 1 auf Compassion aber und 10% Zustimmung für 50 Runden. Tja. Das ist was für ein Quatsch. Aber okay, wir sind... so grausam unterwegs und dann machen wir das mal. So, das ist ja noch keine Kernwelt. Soll aber auf jeden Fall eine Kernwelt werden. Jetzt hier eine... Ja, ein Verlust von 44%. So, der ist auch super. Als Gouverneur geeignet. 52 Loyalität. Und hat auch sonst gute Werte. So. Unser Zium. Oh je, plus 2 angrenzend auf Nahrung. Und dann haben wir da ja einmal eine Wüste. Plains, ja gut, da kann man was bauen.
Sei auf Forschung. Wurmlochgenerator. Kann man dann ein Schiff aus, eine Flotte auswählen und diese Flotte landet dann irgendwo zufällig in der Galaxie. Sei auf Forschung. Gut. Ja, unsere Hauptstadt. Das kann man jetzt nicht mehr rückgängig machen. Also da, wo die jetzt erscheint, da bleibt sie auch. Ja gut, einfach mal hier rein. Zack. Und das grainen wir mal als erstes ab, dass wir Monsatium bekommen. Und eine Nahrung gibt es auch noch, okay. Ja, und als zweites könnten wir hier das Supply Depot bauen. Oh, okay. Wobei, Chefsurf natürlich. Hier als erstes. So. Und wir können jetzt Bomber bauen. Eine Garnison, um die Verteidigung eines Planeten zu verbessern. Und ja, die Raketenwaffen als Modul, die hier in den Bombern eingebaut sind. Wenn wir selber Schiffe designen möchten, können wir dann dieses Modul einbauen. So, und wir gehen jetzt Richtung Universalübersetzer. Dass die Technologie hier erscheint, ist kein Zufall, weil die brauchen wir ja für unsere Quest. Und ich habe noch 5 von 10 Hitpoints. Ja, wir machen jetzt damit mal Schluss. So. Und wir haben auch wieder 100 Credits bekommen durch unser... Ja, durch Mantis. So, Upgrade. Hilariumzelle. Ja, oder wir investieren nochmal, dass wir alle Schiffe noch einmal um 2 schneller machen. Dann wären wir bei 13. Ah, nein, wir machen jetzt einmal die Waffen stärker. Interessant ist auch, wir sind bei 0 Bewegungspunkten, haben schon einmal gekämpft. Aber die Raketen wären theoretisch immer noch einsatzbereit. Um uns selbst angreifen. Not at war. Nee. Okay. Oh, da ist noch ein V. Okay. Den habe ich übersehen. Glück gehabt. Also unser Kolonieschiff. Danke. Ja. Die haben mit 3 Bewegungspunkte.
Zeilbewegungspunkt zu haben. Da setzen wir auch wieder einen Marker. So. War nach ihm benannt. Da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Der hat 4 Bewegungspunkte. Ja. 1, 2, 3, 4. Also er könnte da rein. 1, 2, 3, 4. Okay. Jetzt muss man auch darauf achten, dass die keine Raketenangriffe haben. Können da rein. Ja, hier gucken wir weiter. Und Klasse 3, Klasse 2, Klasse 1. Okay. Ah, Weltraummonster. Drei von drei Bewegungspunkten. Ja, da können wir dann nachher mit unserer Flotte zurückfliegen und den Weltraummonster besiegen. So, noch 3 Bewegungspunkte. Da haben wir Klasse 1, Klasse 3 und Klasse 1. Okay. Forschung abgeschlossen. Und wir können jetzt, wir kriegen einen Kulturpunkt und einen Diplomatiebonus für 100 Runden. Und wir können ein Artefakt einsetzen. Hier. Diese Weltraummonster, davon haben wir jetzt schon 2. Ja, universale Übersetzer ist fertig. Und ja, hier. Das ist auch wichtig, dass wir mal dazu kommen, die ganzen Asteroiden, dass wir dort Bergbau betreiben. So, also universale Übersetzer ist fertig. Aber machen wir erst noch das hier zu Ende. Ja, hier mit den Weltraummonstern. So. Und damit gehen wir weg. Ja, und dann Diplomatie. Die Menschen sind außerhalb ihrer Reichweite. Deswegen gibt es da plus 3 plus Symbole. Und wir sind militärisch überlegen. Und das macht. Das bereitet ihnen Sorge. Ja, schauen wir uns erstmal den Handel an. Er grinst ja sogar, ja. Der Deal, Bradley. Okay, hat er gemerkt, dass wir am Lästern sind? Ja, gut, wie sieht's aus? Erde kolonisiert und Mars. Erde ist ein Klasse 24 Planet.
Und Mars, Klasse 3, okay. Ja, wir könnten jetzt hier mit diplomatischem Kapital arbeiten. Oh, offene Grenzen, auf jeden Fall gut. Und wie viel hat denn dieses diplomatische Kapital an Wert? 0,5. Oh je. Oh, das ist natürlich okay. Naja, Alpha-Version. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt so toll fände, weil damit starten wir ja. Da können wir eben direkt alle Technologien abloxen. Das kommt mir jetzt nicht so balanced vor. Das machen wir auch nicht. Das wäre eher ein Exploit. So. Vielleicht, dass man halt einbaut, dass man mit den Technologien, mit denen man startet, dass man die nicht handeln kann. Aber hier, die haben wir ja selber erforscht. Das ist ja okay, wenn man mit denen dann handeln. Noch ein bisschen diplomatisches Kapital. Okay, man merkt, da geht es langsam voran. Wow. Alpha-Version, Leute. 16 Marker noch. Und dann mit so viel weniger. Okay. Ja, komm, dann krieg ich dann noch hier. Ja, Augen des Universums haben wir ja schon gebaut. So. Ja, machen wir es so. Und ja, wir könnten jetzt auch noch bedrohend sagen. Wow, wir haben eine Chance von 74%. Falls das schief geht, kriegen wir einen diplomatischen Malus. Wir machen das jetzt mal. Okay. Na gut. Dann haben wir das annehmen. Ja, wir können jetzt noch Freundschaft erkunden, also unsere Beziehung zu denen zusätzlich verbessern. Aber ich denke, als Festronner werden wir die einfach, sobald wir die notwendigen Mittel haben, überfallen und erobern. Dann aus den Menschen über Konsumierung fester machen. So. Ja, Weltraummonster. Und da sind Piraten. Da müssen wir die auch nochmal markieren. So. Gut.
haben wir das. Und hier, ja, gegen die Schiffswerft können wir nicht vorgehen. Da oben war doch noch ein Schiff. Ja. Wir werden jetzt die Rakete abfeuern. Auf die Schiffswerft können wir nicht feuern, oder? Oh, okay. Ja, das ist natürlich cool. Also für uns. Damit kann man dann solche Verteidigungsstellungen rausnehmen. So. Ja, dann gehen wir da unten hin. Da zweimal Antimaterie. Situationsbericht. Wasserwelten. Eine Mission starten oder... Okay. Hört sich irgendwie ziemlich gleich an. Aber okay, wir brechen zu den Sternen auf. Ja, und hier, so Xeloxy, kann man ja dann konsumieren. Was machen wir? Ja. Das sind die. Und ja, dann brauchen wir wieder ein zusätzliches Bewohner. Einen zusätzlichen Bewohnerdistrikt. Und konsumieren können wir jetzt sofort. Zack. Oh, 51% Zustimmung. Machen wir das nochmal. 57%. Die gerade Konsumierten sind super glücklich, oder wie? Okay. Sind die... Haben die eine hohe Sozialkompetenz? Der hier. Der kann... Ach, als Entertainer geht noch nicht. Dafür fehlt uns die notwendige Technologie. Okay. Ja, das könnte man den halt zum Entertainer machen. Und dann wird die Zustimmung noch mal ein bisschen nach oben gehen. Okay, gut Leute. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Und zwar müssen wir dann auch noch unseren Kulturpunkt ausgeben. Macht's gut. Bye bye.